Hallo, hier bin ich wieder. Euer Kochstar Kingsnipe mit Herz bereitet euch wieder ein Game Over vor. Heute im Video hausgemachte Gouda-Schnitzel mit Preiselbeeren und frischen Pommes. Das braucht ihr alles für eure Zubereitung. Wir fliegen immer höher, hier sind wir frei. Unserem Weg zu gehen, hier oben kann uns nichts geschehen. Die Erde bebt, denn unser Kampf ist noch nicht vorbei. Jeder voll, gerade bei den heißesten Temperaturen, immer etwas trinken und Hände waschen nicht vergessen, meine Lieben. Klatscht euer Schnitzel aufs Brett, dann klatschen wir unseren Gouda drauf. Schnitzel drauf geklatscht. Kommt unser Gouda-Schnitzel über die Panierstraße, ja. War unser Gouda-Schnitzel fertig, yeah, baby, yeah. Dann wird die Herdplatte angeschmissen. Dann stellt euren Topf mit Wasser auf die Herdplatte. Dann schäle ich meine Kartoffeln und schneide sie in Pommesstreifen. Dann gebt ihr noch Essig und Salz in euer Topf. Dann geben wir unsere Pommesstreifen hinzu. Dann garen wir unsere Pommesstreifen an, aber nicht durchgaren, nur etwas angaren. Drücken wir gerade ein bisschen unsere Pommesstreifen ab, dann machen wir sie in die Schüssel, unser Öl hinzu und vermischen das bisschen. Kommen sie in die Heißluftfritteuse. Wird die Herdplatte wieder angeschmissen. Macht eure Pfanne auf die Herdplatte. Dann macht rasch Öl in eure Pfanne. Da wartet, bis das Fett heiß ist. Schmeißt euer Gouda-Schnitzel rein. Dann wird unser Gouda-Schnitzel sehr, sehr gut angebraten. Esst euch das Rezept auf den Tisch. Einfach, frisch, schnell und lecker. Und Mahlzeit, meine Liebende. Ich wünsche euch einen schönen Dienstagabend.